Ja, Wolfsburg hat es top gemacht. Sie haben sich immer wieder über die Zentrale, über die beiden Sechser hervorragend rausgespielt. Und dann braucht man auch nicht über die Qualität auf der Sechs reden oder auf den Außenbahnen reden. Selbst Virinha hat heute, muss ich auch sagen, ein Top-Spiel gemacht. Also er ist nochmal ein Offensivspieler und spielt da hinten, als wenn er schon die ganze Zeit da hinten spielt. Und das ist einfach halt Qualität. Und das muss man auch neidlos anerkennen. Die Mannschaft von Wolfsburg ist top eingestellt, sie ist auch topfit. Und weiß auch im Endeffekt in den meisten Situationen, wie sie es lösen können. Ich will nicht übertreiben, aber es war eine sehr gute Leistung. Ja, und auch zur Begründung, klar, wenn Rodriguez ausfällt, denkt jeder, oh, ne, der beste, vielleicht der beste Außenverteidiger der Liga nicht dabei, dann schickst du Marcel Schäfer rein ins Spiel, dann denkst du, der war nie weg. Ja, der macht es genauso gut, dann fällt der uns aus, dann spielt ein Tim Klose gegen Krasnodar, wo ich auch gedacht habe, Mensch, Tim, auch richtig gut. Ja, und trotzdem war die Überlegung heute gegen den kleinen, wendigen Müller, Tim nicht spielen zu lassen. Ja, sondern den quirligeren und wendigeren Virinha spielen zu lassen. Und darüber hinaus hatte ich mir erhofft, dass Virinha einfach im Spiel nach vorne mehr Akzente setzt. Und ja, es ist wunderbar aufgegangen. Und deshalb hat Virinha sich sicher heute ein Sonderlob verdient.